Tag, Leute, und herzlich willkommen zu dem Inneneinrichtungsvideo des letzten modernen Hauses, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habe. Denn, wie ihr alle wisst, habe ich in der letzten Folge dieses modernen Haus gebaut. Das werde ich unten in der Beschreibung auch nochmal verlinken. Und ja, wenn ihr das genauso nachgebaut habt, wie ich es gebaut habe, dann hattet ihr in der letzten Folge alles hier, wo hier alles aus Holz war, war davor Dirt. Das habe ich ersetzt durch ganz normale Eichenholzbretter. Und ich würde gerne in der oberen Etage anfangen, aber dazu brauchen wir erstmal eine Treppe nach oben. Deswegen bauen wir eine Treppe aus Quarzstufen nach oben. Und zwar begeben wir uns zur rechten Seite hier. Also da vorne war der Eingang, gehen wir hier rein. Hier. Von hier aus gehen wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5. Lassen wir frei und dann fangen wir an mit einer Quarzstufentreppe, die immer um einen halben Block nach oben geht. Und füllen dann von hier aus das alles. Machen wir dann frei. So. Hier nochmal Quarzstufen. Dann geben wir an die Ecken. Haben hier 1, 2, 3. Füllen dann 3 auf. Lassen wir. Machen wir das auf der anderen Seite genauso. 1, 2, 3. Und wieder 3 aufschlagen. Dann platzieren wir hier Quarzstufen. Also sind nur so ganz kleine Löcher. Dann benutzen wir Leuchtfeuer. Platzieren das hier in die Mitte. So damit das unser Lichtgeber ist. Zwar aus wie so ein kleiner Smiley, aber soll es eigentlich sein. Dann gehen wir mit grauen Glasscheiben gehen wir zu dieser Ecke und umranden erstmal das, damit man bei der Treppe nicht runterfällt. So. Dann kommen wir hier zur Ecke. Hier habe ich mir nämlich überlegt, dass man hier vielleicht so eine kleine Küche baut. Zum Beispiel hier einen Werfer, Stein und eine Eisentür. Das sieht man dann davor. Da hat man zum Beispiel einen Kühlschrank. Kann man aus wirklich einen Kühlschrank machen, wenn man hier so einen Klopf platziert, kann er wirklich Essen rauskommen. Und platzieren wir hier Öfen daneben. Darauf könnten wir zum Beispiel, dazu muss aber der Knopf dann weg, der müsste dann vielleicht irgendwo anders dran, aber einfach nur zu Deko halt. Platzieren wir darauf Eisendruckplatten. Daneben platzieren wir dann einen Kessel mit Wasser drin zum Kochen, den man eigentlich schon draufsetzen wollte. So. Was mache ich denn? Einfach nicht sneaken. Oh. Das war wohl mein Fehler. Auf jeden Fall, jetzt hier gerade noch Nacht. Das stellen wir mal kurz um. Und daneben platzieren wir eine Eichenholztreppe Verkettung. Hier, wie wir das gemacht haben, können wir zum Beispiel einfach wegschlagen und platzieren hier einfach Quarzblöcke. So. Dann brauchen wir Eichenholzzaun. Platzieren das hier oben hin. Das entweder bis ganz nach oben. Ups. So. Stütze haben, können zum Beispiel das bis hier rüben auch rüberziehen oder wie ich es eigentlich auch machen würde, so dass wir so ein kleines Regal haben. So. Theoretisch könnte man das hier auch weglassen, wenn es direkt dran ist, sieht auf jeden Fall besser aus. Dann habe ich mir überlegt, dass man mit weißem Teppich eine Holztür, eine Holzfalltür und grauen Glasscheiben einen schönen Tisch errichten könnte. Zum Beispiel, dass wir hier direkt zwei Glasscheiben dranpacken. Auf diese Glasscheiben platzieren wir einfach weißen Teppich oder hellgrauen Teppich, können wir auch nehmen. Platzieren hier dann Quarzstufe und dahinter eine Holzfalltür. Damit es so aussieht wie ein moderner Stuhl. Und ja, dann kommen wir hier zu der Ecke. Hier ist nämlich so ein kleiner Couchbereich mit einem Fernseher. Dazu benötigen wir erstens schwarz gefärbten Ton, dann Eichenholztreppen, dann ganz normal Eichenholzbretter, einen Knopf, dann brauchen wir dazu noch einen Kessel, den habe ich schon im Inventar, und Eichenlaub. Und vergessen wir nochmal Holzfalltüren. Dazu gehen wir dann hier in die Ecke und platzieren hier ganz normale Eichenholztreppen. So, nicht ganz so groß. Dann gehen wir hier hin, zu dieser Dreiecke. Platzieren hier falsch herum Eichenholztreppen und hier ein ganz normales Eichenholzbrett und davor einen Knopf. Darauf platzieren wir dann schwarz gefärbten Ton. Das soll dann der Fernseher darstellen. Den Fernseher darstellen. Und außenrum platzieren wir Holzfalltüren. So, hier nicht, aber hier. Das ist dann unser Fernseher. Und hier in die Ecke kommt dann ein Kessel. Eichenlaub dran und vielleicht damit es noch ein bisschen
schön aussieht. Vielleicht auch mal Laub oder so. Oh ne, Ranke meine, Entschuldigung. Und damit wäre die erste Etage eigentlich schon fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach in der unteren. Bis gleich. So, und damit kommen wir nun auch schon zum unteren Bereich. Denn dafür gehen wir erstmal in diese Ecke, denn hier kommt das kleine Badezimmer hin. Gehen wir in diese Ecke hier, gehen hier 5 Blöcke nach vorne und verbinden das dann mit dieser anderen Wand. Gehen das komplett hoch. So. Und bauen dann hier eine Tür rein. Hier platzieren wir dann eine Eichenholztür. Dann mischen. Brauchen wir Quarzstufen. Dann Quarztreppen. Quarzblöcke einfach mal so, falls sie noch brauchen. Dann einen Hebel. Dann ganz normale Glasscheiben. Einen Kessel. Wasser. Eine Holztür. Und einen Knopf. Erstmal. Dazu gehen wir in diese Ecke. Platzieren hier 2 Quarzstufen. Dann außenrum Quarztreppen. Gehen wir an die Seite, platzieren hier Glasscheiben. Und innen drin platzieren wir dann ein Hebel. Oder auf dieser Höhe. Auf dieser Höhe sieht es auf jeden Fall besser aus. Dann, habe ich vergessen, brauchen wir roten Teppich. Den platzieren wir dann zum Beispiel hier vor, damit sich seine Füße abtrocknen kann. Dann kommt hier in die Ecke ein kleines Klo. Wasser rein, Knopf hin. Dann braucht man einen Rahmen, platziert man daneben. Und zum Beispiel weiße Wolle als Klopapier. Somit haben wir unser Klo. Dann daneben platzieren wir dann hier mit Kesseln unser Waschbecken. Da platzieren wir Kessel, packen Wasser rein. Dann darüber platzieren wir Rahmen. Darin platzieren wir dann einmal rote Wolle und blaue Wolle. Und hier daneben auf dem Block platzieren wir dann Hebel. Heißt, wir haben einmal warmes Wasser und einmal kaltes Wasser. Somit ist das Bad eigentlich schon fertig. Da wir ein großes Fenster haben, wo auch die Sonne rein scheint, könnte man theoretisch jetzt hier noch irgendwo, oder warum irgendwo, könnte man zum Beispiel hier ein Leuchtfeuer als Lichtgeber reinbauen. Oder man könnte es auch sein lassen. Somit ist das Badezimmer abgeschlossen. Dann mache ich das weg. Brauchen wir hierfür, für diesen Teil des Raumes, brauchen wir erstens Bücherregale, dann wieder Türen, Rüstungsständer, sind sie? Rüstungsständer, 2 Betten, dann brauchen wir Eichenholztreppen, Steinziegelstufen, Steinziegeltreppen, dann Quarzstufen und Holzfalltüren. Dazu gehen wir zu dieser Seite des Raums, platzieren hier Bücherregale, dass wir mittendrin 2 Platz haben. Darin platzieren wir Rüstungsständer und davor platzieren wir dann Holztüren. Somit haben wir einen kleinen Kleiderschrank. Dann gehen wir zu dieser Ecke hier, platzieren hier unsere Betten und daneben ein Eichenholztreppe. Verkehrt herum. Dann können wir zum Beispiel als Deko einen Blumentopf und einer Blume, zum Beispiel einen Löwenzahn, drauf platzieren, fertig. Könnte man zum Beispiel mit einem Bild drüber hängen. Ich glaube, es wird gerade Nacht, muss ich kurz mal umstellen. Genau. Haben wir ein Bild darüber, passt. Dann brauchen wir für einen kleinen Schreibtisch, den wir hier platzieren, Steinziegel und Steinziegelstufen. Ziehen die so. Dann denselben Stuhl, den wir hier oben gebaut haben, machen wir hier auch. Dann brauchen wir eine Steindruckplatte, einen Rahmen und eine Glasscheibe. Farbe, egal. Daneben können wir dann zum Beispiel wieder einen Blumentopf platzieren. Bin noch leicht erkältet ein bisschen. Das Wetter ist ja ziemlich komisch zurzeit. Aber egal. Dann platzieren wir hier in die Ecke einen kleinen Busch, wenn man das so sagen kann. Können wir zum Beispiel mit Ranken zum Beispiel noch ein bisschen verzieren, wie ich sie jetzt gerade finde. Genau hier. So, ein bisschen mehr Natur. Dann kommen wir zum Eingangsbereich des Hauses. Da habe ich mir nämlich überlegt, dass hier erstmal, das brauche ich noch, brauchen wir dafür Eichenholztreppen, Eichenholzstufen, dann grau gefärbten Ton, ein Leuchtfeuer,
rote Wolle, dann Bruchsteinmauern, schwarz gefärbten Ton und als Deko können wir zum Beispiel wieder hier, lege ich mir jetzt schon mal raus, einen Blumentopf, Blumen hole ich mir gleich raus, denn hier ist der Eingangsbereich, habe ich jetzt einfach mal so entschieden, kommt man hier rein, ist hier erstmal so ein kleines Schuhregal oder auch ein kleiner Regal oder was auch immer für ein Regal, auf jeden Fall ist hier ein Regal. Dann gehen wir an diese Ecke hier, platzieren hier zwei Blöcke hoch, goldfetten Ton, darüber ein Leuchtfeuer. Dann habe ich vergessen, mein Inventar zu packen, packen wir davor Bücherregale. Und das ist unser kleiner Eingangsbereich. Hier könnte man zum Beispiel wieder was davor packen. So, brauche ich wieder eine Blume, eine rosa Tulpe diesmal. So, kleiner Eingangsbereich. Und hier habe ich mir dann überlegt, dass wir ein kleines Klavier hinbauen. Das wollte ich nämlich unbedingt schon mal in ein Haus packen. Aber habe es wirklich noch nie hinbekommen und da hier in diesem Haus sowieso nicht viel Platz ist, habe ich es einfach mal versucht und es hat funktioniert. Ist zwar ein bisschen eng, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Auf jeden Fall hier, wo wir den graugefärbten Ton platziert haben, platzieren wir hier Eichenholzstufen. Füllen das hier komplett aus bis zu dieser Ecke. Hier können wir das dann einfach so ein bisschen abrunden. Und auf jeden Fall platzieren wir dann rote Wolle hier, dann zwei nach vorne, 1, 2, hier in die Ecke, eine Bruchsteinmauer und hier in die Ecke. Dann gehen wir zwei dazwischen freilassen, damit schwarz gefärbten Ton hier das Klavier bilden. Hier dieser Flügel und hier vor, als Tastatur, wenn man das so sagen kann, platzieren wir dann mal Quarzstufen. Und somit ist das Klavier eigentlich fertig. Ich überlege gerade, ob das so besser aussehen würde, wenn der Stuhl ein bisschen weiter weg wäre. Auf jeden Fall. Es hat doch was, ein Klavier in seinem Haus stehen zu haben. Ich glaube, hat auch nicht jeder. Aber auf jeden Fall war es das. Hier haben wir nochmal einen schnellen Überblick. Das Badezimmer, Schlafzimmer, kleiner Arbeitsbereich, Klavierraum, richtig Eingangsbereich. Und ja, das war's mit der Inneneinrichtung. Und wenn euch die Inneneinrichtung gefallen hat und ihr dazu auch noch ein Außenbereichsvideo haben wollt, dann lasst doch mal ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr doll freuen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.